Der Rossmetall SB1352 ist ein preiswerter Seitenschwader, der nicht nur auf der Straße eine ordentliche Figur macht. Angebaut wird der Schwader per Ackerschiene oder im Zugpendel. Die Schlauch- und Leitungsverlegung ist okay. Ein Hydraulikzylinder hebt die Maschine aus. Die zwei wickelgeschützten Tasträder gehören zur Wunschausstattung. Mit diesem Hydraulikzylinder wird das hintere Rahmenteil verschwenkt, um die Arbeitsbreite zu justieren oder um Einzelschwaden abzulegen. Das hintere Rahmenteil ist auf dem vorderen Teil gelagert und angelenkt. Die Kurbeln zur Höhenverstellung sind auf der falschen Seite montiert. Für alle Arme gibt es eine Parkposition, für die Straßenfahrt müssen aber insgesamt nur 12 Arme entnommen werden. Der hintere Kreisel kann längs und quer pendeln. Zur Straßenfahrt wird der Kreisel fixiert. Die Kurvenbahn ist geschlossen, aber nicht einstellbar. Die Räder der Fahrwerke laufen spurversetzt. Möglichkeiten, die Kreiselneigung zu beeinflussen, bieten die Fahrwerke nicht. Vier Doppelzinken an jedem Arm, 10 vorne und 13 hinten, rechen das Futter ordentlich zusammen. Die Arme sind nicht tangential angeordnet. Der SB1352 lieferte bei unserem Einsatz ordentliche Arbeit ab. Nur die Aushubhöhe der Kreisel könnte etwas größer sein. Eine Folgesteuerung der Kreisel für das wegversetzte Ausheben und Absenken am Vorgewende fehlt der Maschine leider. Arbeitsbreiten von 3,60 m bis etwa 6,80 m sind möglich. Nachtschwaden kann der Schwader ebenfalls. Mit einem Listenpreis von 14.900 Euro ist der Schwader verhältnismäßig günstig. Dafür muss man aber eben auch auf einige Details verzichten. Die Schwadform ist in Ordnung. Der folgende Häcksler bekam keinen Husten.